Der Salzburger Rechtsanwalt Dr. Ulrich Sinnesbichler lebt mit seiner Frau Margit und seinem Sohn in der Flachgauer Gemeinde Köstendorf. Seine Kanzlei hat er im Süden der Stadt Salzburg. Seit nunmehr 1,5 Jahren bewältigt er die tägliche Strecke von 25 Kilometern in die Akademiestraße mit einem Elektroauto. Der Hyundai Kona fährt mit reinem Batterieantrieb. Neben steuerlichen Ersparnissen stand auch der grüne Gedanke bei der Anschaffung im Vordergrund. Es hat sich angeboten, dass wir im Austausch zu dem Fahrzeug meiner Frau ein weiteres Fahrzeug uns zulegen. Es war eigentlich schon in der Überlegung, ein Elektrofahrzeug zu kaufen, weil für unsere Entfernung von hier, wo wir wohnen, 25 Kilometer von Salzburg entfernt in die Kanzlei, ein derartiges Auto zu erwerben. Und dabei bin ich dann auf diesen Elektro-Kona gekommen. Man denkt in Zeiten wie diesen schon daran, wie man der Umwelt etwas Gutes tun kann. Und wir waren halt derzeit der Ansicht, dass also mit einem Elektroauto diesem Gedanken Rechnung getragen werden kann. Ich habe vorher keine Ahnung gehabt, wie ein Elektroauto funktioniert. Ich habe auch keine besonderen Probefahrten oder sonst irgendetwas mit dem Elektrofahrzeug gemacht. Das ist aber dann so gewesen, dass ich in das Auto eingestiegen bin und erstaunt war eben darüber, wie spritzig das Auto ist, wie leise es ist und wie angenehm zu fahren es ist. Als langjähriger Besitzer eines dieselbetriebenen SUVs musste sich Ulrich Sinnesbichler zu Beginn seiner Elektroära neu auf sein Fahrzeug einstellen. Neben der Planung in puncto Reichweite hat sich auch das Fahrverhalten selbst grundlegend geändert. Die 150 kW des sportlichen Koreaners entsprechen rund 204 PS. Das sorgt für einen Spaßfaktor. Die größte Herausforderung beim Umstieg war das Einstufen-Reduktionsgetriebe. Ja, die größte Herausforderung war vielleicht die, dass man anders wie bei einem dieselbezogenen Fahrzeug oder also einem Verbrennungsmotorfahrzeug, dass man nicht mehr schaltet oder dass man auch überhaupt keine Schaltvorgänge mehr merkt und dass das Fahrzeug eben wirklich ganz leise ist und durchgehend beschleunigt. Das ist eigentlich das Besondere, was wirklich anders ist am Fahrverhalten. Entscheidet man sich für ein Elektrofahrzeug, spielt die Reichweite einer Ladung eine zentrale Rolle. Herr Sinnesbichler fährt täglich 25 Kilometer in seine Kanzlei und wieder retour. Die Strecke ist prädestiniert für seinen Kona. In Ladungsnot kommt er nicht. Derzeit wird das Fahrzeug über Nacht mit einer 230 Volt Stromanbindung versorgt. Trotzdem ist die Planung anders als bei Benzin- oder Dieselfahrzeugen. Das ist richtig, dass man im Prinzip da sich wirklich anders organisieren muss. Das ist aber sehr leicht, weil gerade dieses Fahrzeug hat eine Reichweite von über 400 Kilometer. Wenn man am Tag, so wie wir, so um die 60 Kilometer fährt, dann kann man sich ausrechnen, wann man wieder tanken muss. Wenn ich über Nacht lade, dann komme ich immer leicht meine 60 bis 100 Kilometer am nächsten Tag. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Heute möchte Herr Sinnesbichler etwas Neues ausprobieren. Das Laden an einer öffentlichen Ladestelle der Salzburger AG. Dazu trifft er sich mit Harald Lixl am Marktplatz in Köstendorf. Einer von 130 öffentlichen Ladestellen der Salzburger AG im Bundesland Salzburg. Am Programm steht, wie wird das Fahrzeug angeschlossen und wie wird dazu die Salzburger AG App Stromladen verwendet. Harry, ideal, dass ich dich da treffe. Ich habe mein Fahrzeug noch nie an der Ladestation aufgeladen. Vielleicht könntest du mir zeigen, wie das funktioniert. Gerne. Kabel hätte ich mitgenommen. Ja, wunderbar. Bitte. Dann nehmen wir das Kabel und schauen, dass wir den richtigen Stecker also für die Ladestation einmal haben. Ich stelle mir also so her, darf ich die bitten? Bitte, ja. So, wir haben also hier die Verbindung beim Auto, die Ladebuchse. Steck mal bitte an. Soweit ist mir das klar. Ja, also jetzt haben wir mal die Verbindung hergestellt. Und jetzt kommt also die App der Salzburger AG ins Spiel. Ich habe also bereits den Stationsfinder aktiviert und wir haben in Köstendorf, wo du zu Hause bist, haben wir also diese Ladestation. Und wir sehen also hier, dass diese beiden Ladepunkte frei sind. Wir steigen also jetzt in den Ladepunkt ein und aktivieren letztendlich das Laden. Er fragt mich dann, wohin die Abrechnung erfolgen soll. Man hat sie vorher identifiziert. Und wenn ich die Starttaste drücke, dann wird der Ladevorgang gestartet. Das dauert also jetzt einen kleinen Moment.
wurde erfolgreich gestartet. Man hat also kurz das Klicken gehört. Und das Auto wird also jetzt in Abhängigkeit der Leistung des Gleichrichters im Auto drinnen mitgeladen. Also da haben wir 22 kW und das Auto kann ein Drittel davon. Daher wird man in einer Stunde ungefähr 7 Kilowattstunden Strom hineinbringen, die für ungefähr 75 Kilometer Reichweite reicht. Ja. Sie ist einfach bedienbar, sie erklärt sich nahezu selbst und ich kann mir vorstellen, dass es damit wirklich möglich ist und das Interessante ist, dass man schnelle Ladevorgänge schafft und damit auch das Auto nicht mehr nur zu Hause laden muss, sondern auch woanders. Ich werde es sicher auch nutzen. Das öffentliche Laden ist also etwas, was wir also als Gesamtanbieter letztlich also bieten wollen. Es sind also um die 130 öffentliche Ladestationen und dort decken wir schon ganz gut ab. Nachhaltigkeit ist vielleicht der wichtigste Grund, sich für ein vollelektrisches Auto zu entscheiden. Trotz der 0% Emission werden dadurch aber nicht zwangsläufig unnütze Kilometer zurückgelegt. Das kann auch Ulrich Sinnesbichler bestätigen. Wenn man so ein Elektroauto verwendet, dann ist der Nachhaltigkeitsgedanke sicher vorhanden. Das heißt nicht, dass man jetzt kurze Strecken ausschließlich mit dem Elektroauto zurücklegt. Das heißt aber auch, dass man nicht dieses unangenehme Gefühl hat, wenn man Strecken, auch kürzere Strecken mit dem Elektrofahrzeug zurücklegt, weil damit der Natur im Prinzip nicht der Schade zugefügt wird, subjektiv zumindest. Ursprünglich als Zweitwagen angeschafft, hat sich der Kuna in der Zwischenzeit zum Familienfahrzeug entwickelt. Ehefrau Margit gab ihr Auto schweren Herzens zurück. Doch nach ein paar Kilometern schloss sie den sportlichen Flitzer in ihr Herz. Einziger Wermutstropfen, sie muss ihn teilen. Ja, ich war am Anfang schon skeptisch, weil ich einfach mein altes Auto gewohnt war und immer mit dem gefahren bin und das frühere einfach mein Auto war. Und jetzt muss ich halt teilen sozusagen, aber nach dem ersten Mal fahren war ich gleich begeistert. Als nächstes steht im Hause Sinnesbichler der Bau eines Carports am Programm. Im Rahmen dessen überlegt Herr Sinnesbichler die Anschaffung einer Wallbox. Mit der Nutzung aller drei Phasen können damit höhere Ladeleistungen des Fahrzeuges erzielt werden. Also der wesentliche Unterschied von dem 230 Volt Ladekabel zur Wallbox ist das, dass wir hier bis zu drei Phasen, die also hier im Haus anstehen, auch nutzen können und damit wesentlich höhere Leistungen zur Verfügung stellen können. Also mit einer Wallbox, mit den 11 kW, die also ein Standardwert sind, dreimal so schnelles Laden als wie über das 230 Volt Ladesystem. Als Fazit lässt sich nach 18 Monaten und rund 19.000 Kilometern bei Familie Sinnesbichler sagen, die Anschaffung des Elektroautos hat sich gelohnt.